Die Ausstellung When Now is Minimal, die unbekannte Seite der Sammlung Götz, reiht sich im Museum in eine Serie von Sammlungsausstellungen ein, wo wir versuchen, dem Besucher bedeutende Themen der jüngeren Kunstgeschichte nahezulegen. Und in diesem Fall ist es eben wichtig, das Wort Now zu unterstreichen, denn die Ausstellung versucht ja anhand des minimalistischen Formenvokabulars zu zeigen, wie sich Künstler, wie zum Beispiel eine Rosemarie Trockel, die wir auch in Bozen gut kennen, dass ich hier eine Einzelausstellung hatte, zum Beispiel mit dem Wollfaden den historischen, sagen wir, Teil der abstrakten Malerei oder zum Beispiel auch die Monochromie noch einmal aufgreift. Oder auch eine jüngere Künstlergeneration wie Wade Guyton, der seine Bilder mit einem Drucker anfertigt. Wir hatten ja 2011 eine Einzelausstellung von Karl Endre, und bei Karl Endre war es ja so, dass die Formen nur als solche galten, dass es keine Assoziationen, keine Symbolik gab. Das ist bei diesen Künstlern ganz anders. Hinzufügen möchte ich vor allem, dass diese Ausstellung nur dank der Großzügigkeit der Sammlerin Ingvild Götz zustande gekommen ist und dass es für uns eine große Ehre ist, in unserem Haus ihre wunderbaren Werke eben zeigen und präsentieren zu dürfen. Also meine anfängliche Begegnung mit dem Minimalismus war an den Ende der 60er Jahre. Und da ging es um eine sehr radikale Form des Minimalismus. Die Kunstwerke wurden in weißen Räumen gezeigt. Es ging um ganz klare Formen. Und ich habe zu der Zeit auch den Solly Witt kennengelernt, der mir damals nochmal die Radikalität des Minimalismus erklärt hat. Also es sollte nichts anderes sein als die ganz klare Form. Und selbst ein Dan Flevin, der nun mit farbigem Neon gearbeitet hat, war schon für die Minimalisten ein zu großer Außenseiter, weil man damit irgendwie Landschaft, Sonne oder Licht assoziieren konnte. Und den fanden sie, sollte eigentlich schon gar nicht mehr zum Minimalismus gehören. Und diese Kunstform habe ich zwar damals sehr interessant gefunden, aber das war jetzt nicht ein Bereich, den ich unbedingt sammeln wollte. Jetzt heute, wenn man jetzt heute diese Ausstellung ansieht, die ja das Thema des Minimalismus bearbeitet, geht es um eine ganz andere Generation, eine Generation, die zwar über den Minimalismus Bescheid weiß, aber gar nicht mehr in der Form weiterarbeiten möchte. Und wir haben deswegen zum Teil auch Künstler hier, die ganz andere Kunstwerke schaffen und anderem aber mit den formalen Voraussetzungen eines Minimalismus auch arbeiten. Und wir durften in die Depots von Frau Götz, also in die großen Depots der Sammlung Götz, und haben erstmal rein formal Dinge zusammengesucht, die alle irgendwie minimalistisch sind. Das heißt also erstmal ganz auf der formalen Ebene sich mit reduzierter Farbigkeit oder reduzierten Formensprachen auseinandersetzen. Und da haben wir sehr vieles gefunden, was in sich sehr unterschiedlich ist. Und haben dann überlegt auch, wie kann man über vielleicht formale Vergleiche dann inhaltliche Unterschiede finden. Ich hatte 2011 zum ersten Mal die Idee, einige Künstler aus den 70er Jahren zu zeigen. Dazu gehörten unter anderem eben auch Fred Sandbeck. Es gehörten dazu Blinky Palermo und Rainer Rutenbeck. Die beiden sind Schüler von Joseph Beuys gewesen, also deutsche Minimalisten. Wir haben von den drei Positionen doch einige Werke in der Sammlung, haben diese noch nie gezeigt. Und ich wollte einfach schon lange, lange Zeit einmal Positionen aus unseren Beständen zeigen, die eben in der Öffentlichkeit noch nie zu sehen waren. Hier in Bozen gibt es einige andere Arbeiten zu sehen, die in Nürnberg
in der Ausstellung nicht zu sehen waren. Wir haben hier in Bozen die Möglichkeit, ein eigenes Papierkabinett zu realisieren. In diesem Papierkabinett werden wirklich die frühen Minimalisten aus den 70er Jahren sehr umfassend gezeigt. Es sind Arbeiten von Blinky Palermo zu sehen, es sind Arbeiten von Fred Sandbeck zu sehen. Dieses Papierkabinett ist eigentlich ein idealer Auftakt, eben um zurückzublicken, wie der Minimalismus in den 70er Jahren war, wie der Ausgangspunkt der Minimal Art war. Und von diesem Papierkabinett ausgehend entwickelt sich die ganze Ausstellung.